Das ist wirklich. Wie heißen die Leute, die das so live scribbeln, einen Vortrag? So, oh, live scribbler. So, auf der. Herzlich willkommen zu unserer ersten Deathplay Performance. Wir sind wieder bei King Games, auch wenn ich Jan von der Kreize bin, aber hier ist unser ehrenwerter Keen-Vertreter. Ja, ich bin Julian von Keen. Adrian von Black Forest Games. Und Jan von Keenhardt. Und wir wollen gar nicht so viel Quatsch machen, sondern wir wollen eigentlich ein paar Einblicke liefern. Wir werden vielleicht aus Versehen ein bisschen Quatsch machen, aber das ist dann nicht unbedingt gewollt. Wir wollen ein bisschen heute über das Thema Game Engines sprechen. Und zwar steht hier das großartige Flipchart, um den Prozess ein wenig grafisch zu begleiten. Werden wir drüber sprechen. Game Engine ist dieses Ding, also das ist die offizielle Version. In Wirklichkeit haben wir das hingestellt, weil wir uns über Jan lustig machen wollen. Ja, das könnt ihr dann auch machen. Ja. Ich werde was malen. Mir ist wichtig, dass klar ist, dass es deine Idee war. Ja, natürlich. Das sieht auf jeden Fall sehr wissenschaftlich aus. Das ist immer in einem Spielstudio wichtig, wenn jemand mit einer bescheuerten Idee kommt. Genau. Müssen immer alle sagen, okay, aber wir merken uns, du hast das hier mit rein und gebracht und du bist dran schuld, wenn es scheitert. Es geht ja auch darum herauszufinden, was nicht funktioniert. Auch das. Aber das Gute ist, ich bin nur die Hintergrunddeko. Die eigentlichen Experten, zumindest auch du bist, kannst vielleicht mal kurz sagen, was... Genau, ja, ich leite die Technikabteilung bei Keen. Das heißt, mein Team und ich versuchen, die Spiele schneller zu machen, auf andere Plattformen zu portieren, die Tools besser zu machen, mit denen die Spiele erstellt werden und generell uns um so Technikkram kümmern. Damit bist du auch absolut der Einzige, der kompetent ist in dieser Runde, über Engine zu sprechen. Aber ja, über was wir aber sprechen können, und vielleicht machen wir das als kleine Einleitung, damit du dann ein bisschen Zeit hast, mal uns die Details ein bisschen in die Details zu gehen. Ist aus Sicht von Leuten, die im Studio Entscheidungen treffen, kaufe ich überhaupt eine Engine, entwickle ich eine selbst, sind ja hier so zwei unterschiedliche Blöcke vertreten, wenn man so will. Keen und Deck 13 haben eigene Engines, die sie verwenden. Ihr verwendet einmal Unity und einmal Unreal. Wir haben das hier also eigentlich ganz gut abgedeckt. Vielleicht können wir einfach mal eine ganz kurze Runde machen, warum wir uns alle für die entsprechende Richtung entschieden haben. Vielleicht fangen wir mal mit euch an. Ihr benutzt Unity. Genau, also wir haben angefangen vor langer Zeit mit der Ogre Engine. Und da, das war zwar auch schon zwar Open Source, aber ist auch eine externe Entwicklung sozusagen, wo man aber selber noch mehr Hand anlegen musste, damit es wirklich funktioniert. Und wir sind dann irgendwann vor 5 Jahren oder so, oder 6 Jahren, keine Ahnung, umgestiegen auf Unity. Der Hauptgrund dafür war, dass wir eine Engine für alle Spiele haben wollen, die wir entwickeln. Also wir haben früher dann halt eben 2D-Spiele mit Flash gemacht und 3D-Spiele mit Ogre und so weiter. Und wir haben gesagt, nee, es wäre eigentlich besser, eine Technologie zu haben und vor allem eine Technologie zu haben, die möglichst viele Plattformen abdeckt. Ich glaube, das ist der große Vorteil bei einer eingekauften Engine. Man muss nicht alles selber machen. Das heißt, wenn eine neue Plattform rauskommt oder halt irgendwie eine neue Konsole oder was auch immer, dann muss man sich nicht selber darum kümmern, dass das Spiel oder erstmal die Engine darauf läuft, sondern man kann halt sagen, okay, da sitzen irgendwelche Leute irgendwo anders und die kümmern sich halt um den ganzen Scheiß und wir können die Sachen einfach nur benutzen. Weil ich sag mal, jeder von euch hat halt, ich weiß nicht, wie groß eure Teams sind, aber ich sag mal, mehrere Leute da sitzen, die sich halt um nichts anderes kümmern, als die Engine voranzubringen und aktuell zu halten und sozusagen neue Feature einzubauen. Und das ist dann was wir uns sparen können. Dafür haben wir halt eben den Ärger, wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aktuelle Features, wir haben gesagt, wir wollen gerade unsere 2018-Betrachtung jetzt machen. Unity, früher ein bisschen verschrien als so die kleine Engine für jedermann, die nicht so leistungsstark ist, aber ihr macht jetzt ein Harvest mit Unity und ihr könnt auf sehr viele Plattformen damit gehen. Ist das, genau. Also ist Unity macht halt ziemliche Fortschritte in vielen Bereichen so, sind aber halt auch so ein bisschen messy, was die Entwicklung angeht. Also es ist halt nicht so, dass man jetzt irgendwie hier eine tolle neue Version kriegt und auf einmal funktioniert alles, sondern die arbeiten dann an sehr vielen verschiedenen Stellen und sind unterschiedlich weit, kommen aber relativ schnell voran. Und ich glaube halt, Unity ist grundsätzlich fundamental jetzt nicht super schlechter oder so als Unreal, sondern es kommt halt einfach viel darauf an, was man damit macht. Und ich sag mal, das meiste, was man mit Unreal machen kann, kann man auch mit Unity machen, nur vielleicht ist es mal komplizierter oder man muss mehr von Hand machen oder es ist nicht out of the box so hübsch. Aber ja, Unity hat halt ein paar Vorteile, hat auch ein paar Nachteile gegenüber Unreal. Wir haben uns jetzt für ein aktuelles Projekt halt auch Unreal mal angeguckt, hat sich halt einer unserer Programmierer ein paar Wochen mit beschäftigt
Und wir haben halt ein bisschen verglichen, was ist da gut, was ist da gut. Und es ist halt eben nicht so, dass das sozusagen die eine Engine irgendwie klar besser ist als die andere, sondern die haben halt unterschiedliche Schwerpunkte und andere Workflows auch. Und Unreal, so als die Engine mit dem besten Ruf irgendwie vermarktet und so, die benutzt ihr. Was sind eure Gründe dafür und funktioniert das gut? Also wir haben ja bis vor 3 Jahren auch mit einer eigenen Engine gearbeitet. Wir hatten aber extrem viel Beschwerden von unseren Designern gehabt, von unseren Artists gehabt, was die Tools anbelangt. Wir sind einfach mit der Tool-Entwicklung nicht hinterhergekommen. Und dann haben wir haben das schon sehr lange so jetzt auch von der Studioleitung her diskutiert gehabt, dass wir gerne auf eine externe Engine gehen würden, aber unser Technical Director, der hatte eben die Engine selber entwickelt gehabt. Das ist natürlich sein Baby so ein bisschen, aber irgendwann hat er sich dann erweichen lassen und dann haben wir auf Unreal umgestellt, einfach um den Artist und den Designer die Arbeit zu erleichtern. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass auch der Johann, also unser Technical Director, Freude daran hat, mit der Unreal Engine zu arbeiten. Das ist großer Fortschritt macht die Unreal Engine, wenn wir gerade aktuell sprechen, weil hat ja Epic sehr lange auch selber jetzt keine Spiele wirklich gemacht. Und dadurch, dass sie eben mit Fortnite jetzt ein riesen Ding im Laufen haben, was über die Unreal Engine läuft, läuft jetzt extrem viel an Verbesserungen in die Engine rein, die eben selber entwickelt haben anhand von dem Spiel, ja, was jetzt halt die nächsten Updates ziemlich reichhaltig macht für die Engine. Und das merkt man schon, dass da halt gerade sich richtig was bewegt. Und da wir hier sozusagen auf der anderen Seite sitzen, auf der Entwicklerseite, ist es besonders teuer, wenn man dann Unreal nimmt? Muss man da hunderte, tausende Euro im Voraus ausgeben? Es war ja auf jeden Fall mal so, dass das sehr viel gekostet hat. Also es gibt verschiedene Modelle. Das eine Modell ist doch tatsächlich auch so ein ich glaube 5% Modell, wo du einfach auf, du zahlst nichts vorab und zahlst aus deinen sämtlichen Umsätze brutto, zahlst du 5%. Alles, was du in dem Spiel machst, auf Bruttoumsätze 5%. Auch wenn das über 10 Stufen geht, wenn es selber nur 5% ankommt, zahlst du 5%. Und dann gibt es eben noch weitere Modelle, wo du selber entsprechend mit denen verhandelst, was ausmachst. Das können verschiedene Varianten sein, von ein bisschen Anzahlung, wenig Anzahlung, keine Anzahlung, nur Zahlung, keine Royalties. Wir haben jetzt über THQ Nordic auch noch einen Publisher-Deal, das heißt, die haben die Engine für alle Studios eingekauft. Jetzt mal ganz frech gesagt, dann interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber es kostet. Es kostet schon richtig Geld. Es kostet schon nicht einfach umsonst. Aber ein paar Leute einstellen, um sowas zu entwickeln, kostet ja auch, ne? Und dann haben wir auch gerade gehört, Tools, wie viele seid ihr? Das ist auch nicht so einfach. Also wenn man einfach nur Geld hinschmeißen könnte und dann würde man ganz viele Leute finden, die das machen und gerne machen und gut machen, das wäre schon mal eine andere Situation als jetzt. Das ist durchaus auch schwierig, Leute zu finden, die das können. Die müssen richtige Experten sein und nicht mal ein bisschen was über Informatik gehört haben. Genau, das Problem ist auch, dass wir kein gigantisch großes Team sind. Wir sind jetzt gerade 5 Leute, jetzt kommt der nächste 6er dazu. Und wir haben halt sehr viele Plattformen, sehr viele Probleme, die wir abdecken müssen. Das heißt, man muss auch in der Lage sein, von einem Spezialgebiet ins andere springen zu können und sich relativ schnell einarbeiten können in verschiedene Themen. Das ist ja eine große Reichweite, Bandbreite. Decken muss. Wo du von Bandbreite und Spezialgebiete sprichst, ja. Was ist in so einer Engine drin? Die meisten können, und wir auch, als wir mal angefangen haben, haben wir so gedacht, ist so Grafik irgendwie was? Das kommt sehr auf die Spiele an, würde ich sagen, die ein Team macht. Also es gibt natürlich sehr grafiklastige Singleplayer-Spiele, die auch jetzt keine Open World sind, sondern levelbasiert, wo man sagt, okay, da ist Grafik wahrscheinlich wirklich ein Hauptteil der Arbeit. Wobei ich bei Grafik muss man immer die Runtime-Seite sehen. Das heißt, das, was wirklich auf der Konsole oder auf dem PC läuft. Und natürlich auch ein großer Teil ist die Tools, das heißt Workflows für die verschiedenen Grafiker, Designer und so weiter bereitstellen, sodass sie ihre ihren Content effizient erstellen können und ins Spiel bringen können. Dann auch testen können, möglichst schnell. Also Iterationszeiten ist da ein Stichwort. Wer arbeitet mit den Tools? Also Spieler ja nicht, also außer eben nein, Editor. Genau. Das sind dann die Grafiker, da gibt es verschiedene Abteilungen. Also typischerweise gibt es sowas wie einen Environment Artist, also jemand, der Backdrops, Hintergründe, mehr Startstudie macht. Dann Character Artist, dann Leute, die Character machen, Animationen. Dann haben wir bei uns VFX Artist, das ist auch eine typische Untergruppe. Das heißt Leute, die sich um Spezialeffekte kümmern. Dann gibt es Sounddesigner. Sound, aber Sound ist ja nicht Grafik. Sound Achso, wir sind ja zurück. Ich frage nur, weil bis jetzt waren wir nur Grafik. Sound gibt es auch. Sound gibt es auch. Sound ist auch ein großes Entwickelt Thema. Ihr auch selbst? Habt ihr sozusagen einen Programmierer, der sich um
den Soundteil der Engine kümmert. Zum Beispiel wir lagern Sound aus, wir kaufen das ein. Wir haben es selber. Wir machen es selber. Genau. Ihr seid krass. Ja, muss man sagen, wenn man jetzt die Frage hat, warum macht man das denn so? Das ist auch gewachsen. Das ist natürlich so, dass Keen das jetzt schon seit sehr langer Zeit macht. Das sich über Jahre halt entwickelt hat. Und man natürlich dann auch die Spiele, die man macht, anpasst an die Technik, die man hat. Wir sind zum Beispiel ja jetzt mit Portal Knights eher prozedurale Grafik, das heißt gar nicht so viel Environment Art ist. In Portal Knights ist, glaube ich, nur ein Environment Artist beschäftigt. Das verschiebt natürlich auch die Bedürfnisse dann. Ja, dann andere. Was heißt prozedurale Grafik? Um das nochmal ganz kurz. Achso, in Portal Knights werden die Welten, die man so sieht und bereist und entdeckt, von einem Computerprogramm erstellt während der Spielzeit. Das heißt, da gibt es Algorithmen und die haben uns die Programmierer entwickelt und die erstellen dann. Sind die auch in euren 5 Leuten mit drin? Die nein. Leute, die das ist dann doch vielleicht ein bisschen. Das ist tatsächlich, das Portal Knights Team ist auch, hat auch nochmal 5 Programmierer, die wirklich nur solche Gameplay-Sachen. Weil das ist ja sonst immer einer der großen Punkte, ist halt auch so Level-Design oder Level zusammenbauen, sage ich jetzt mal, und Scripting und solche Geschichten. Wenn man es historisch betrachtet, muss man sagen, dass es früher so ein Konzept von einer Engine auch gar nicht gab. Also bei den allerersten Spielen hat man Spiele am Stück gebaut. Das heißt, man hat dann überlegt, was für eine Plattform oder welche Plattform will man. Meistens war es auch erstmal nur eine. Und hat dann dediziert für dieses Spiel die Technik gemacht, die man brauchte und die Tools. Dieses Konzept, dass man das raustrennt in eine Engine, die man wiederverwenden kann für viele verschiedene Spiele, ist ja mal 20 Jahre alt vielleicht, oder 10, also es gab es jedenfalls nicht immer. Und da kommen wir, glaube ich, auch traditionell eher her, weil man sehr viele verschiedene Spiele gemacht haben. Sag mal, ein Beispiel ist Dance Dance Revolution, wo man wirklich gar nicht viel Ähnlichkeit hat zu einem Portal Knights. Wo man natürlich jetzt, kann man beides auch mit Unity machen wahrscheinlich, ja, aber man verliert auch eine ganze Menge Optimierungspotenzial, weil man ganz viele Features, die man in Unity oder Unreal hat, in einem Spiel wie Dance Dance Revolution oder auch Portal Knights gar nicht braucht, die man aber trotzdem bezahlt. In Komplexität, in Geld auch, aber auch in Entwicklungszeit. Ich glaube, das ist halt auch einer der großen Unterschiede, dass halt Unreal oder Unity halt sehr so All-Purpose sind, also für alle möglichen Spieler muss es irgendwie funktionieren und ist deswegen natürlich nicht so optimiert wie eine Engine, die halt für ein spezielles Spiel oder ein spezielles Genre irgendwie optimiert ist. Ne? Genau, ja, denke ich. Das ist natürlich auch ein bisschen das, weswegen wir eine eigene Engine verwenden, weil wir sehr, sehr viel mit Animationen zu tun haben auch, die irgendwie im Kern der ganzen Sache sind. Wie kommen die Daten rein vom Spieler, was bietet das Spiel an, wie bewegt sich eine Figur, wir haben dann noch sowas wie Körperteile fliegen weg, ja? Wie funktioniert das, dass die zuerst da sind und dann weg und so weiter, also das ist nochmal eine eigene Schicht. Und wenn man da was kauft, was schon da ist, ist man natürlich entweder daran gebunden, das zu verwenden, oder man muss diesen Teil austauschen, muss dann sagen, okay, Animation ist ja ganz schön von Unreal, aber für unser Spiel brauchen wir was anderes, denn das ist da irgendwie Nahkampf und Waffen und Block und wo gehen die Spielmessages hin, ein Paket. Das ist in Unreal zumindest eine Option. Da gibt es auch durchaus Entwickler, die das so machen, ja, dass sie Unreal nehmen und dann wirklich Teile austauschen des Workflows und anderen Teile dann übernehmen. Das ist bei Unity sehr viel schwieriger, weil man da keinen, jedenfalls nicht einfach Quellcode-Zugriff hat. Und das ist auch, wäre für mich jetzt ein ganz wichtiges Kriterium, wo ich sage, das kann ich als Technikleiter dann nicht mehr unterstützen. Ich meine, da wäre ich sehr vorsichtig bei einer Engine, wo man keinen Quellcode bekommt. Es und gibt noch so ein Zwischending. Das heißt, es gibt Leute, die alles selbst machen. Nur kurz zur Frage, Animation, ist bei euch auch ein Paket, das ihr selber baut oder habt ihr da eine Middleware für? Naja, also für die Runtime machen wir das selber, aber die Workflow nutzen wir Visual Max und Character. Ja, ja klar, aber so die Engine selber hat das damit drin. Und auch Blending, Animationsgrafik, ja. Also den Layer haben wir auch selbst gemacht. Es gibt also die Leute, die das alles selbst machen, dann gibt es Leute, die vielleicht Unreal verwenden und sagen, aber den Teil müssen wir selbst machen, weil der uns nicht genau auf unser Spiel passt. Und dann gibt es Leute, die Unity verwenden und sagen, das können wir alles so verwenden, oder es ist halt schwieriger, dann etwas irgendwo anzuknüpfen, auszutauschen, zu erweitern. Das war auch sagen, dass. Ja, genau, wobei es ist ja nie so, dass man sozusagen. Zumindest bei den Spielen, die wir so machen, ist es natürlich nie so, dass man nichts zu tun hat, sondern es ist natürlich immer so, dass dann
alles, was für speziell sozusagen gemacht wird, muss halt natürlich trotzdem programmiert werden. Weil ich sag mal, jetzt in unserem Fall, Unity kümmert sich halt eben darum, ja, es können theoretisch Animationen abgespielt werden oder es wird Grafik dargestellt und hier können Partikel sein und Sounds sein und was weiß ich was. Partikel. Nur Effekte. Genau, das sind VFX. Nur was wir sozusagen, was, wann, wo, wie passieren soll und wie das Ganze funktioniert, dass es performant ist und dass es richtig geladen wird und dass es auf allen Plattformen läuft und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Sachen, die sozusagen nie out of the box kommen, sondern die man immer sozusagen selber entwickeln muss. Also insofern, man kann es vielleicht mal so ein bisschen sehen, dass die Engine sind sozusagen die Werkzeuge und das Spiel ist dann das Haus, was mit den Werkzeugen gebaut wird oder mit den Materialien, die Engine sozusagen. Man kann auch auf dieser Auto-Analogie bleiben. Ist der Engine, ist der Motor, ja, man kann das schon so sehen, dass man einen Motor von der Stange kaufen kann und den in sein Auto einbaut. Das ist auch für ein Auto, was jetzt auf der Straße massenproduziert wird, sicher eine sinnvolle Sache. Wenn wir jetzt auch ein ganz spezielles Auto brauchen, ein ganz spezielles Anforderungsprofil, warum, aus welchen Gründen auch immer, dann mag es Sinn machen, da ein zumindest Anpassungen zu machen, einen bestehenden Motor oder sogar einen ganz eigenen zu designen. Ja, das gibt es ja durchaus da auch in dem Feld. Was ist mit Networking? Aha. Ja, Portal 1 ist komplett online und lokal und Splitscreen Multiplayer. Das heißt, da fließt auch relativ viel. Aber da habt ihr den Middleware jetzt endlich mal für. Auch nicht. Ich brauche das selber. Aber da ist ja Unreal echt richtig gut. Ja, ich habe mit Unreal noch nicht so viel gemacht. Das aber ich bin mir da auch jetzt keine. Also PUBG hat ja komplett Unreal da benutzt, hat ja selber irgendwie kaum was gemacht. Die haben, glaube ich, irgendwie so ein Special Middleware noch da drauf gepackt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich GDC gesehen habe. Da gibt es ja auch viele Aspekte. Also das reine Pakete hin und her schicken mit Load Balancing und so weiter, das ist ein Problem. Also wie kriegt man die Daten möglichst effizient von einem Server zu den Clients verteilt, sodass man nur die Informationen schickt, die interessant sind. Das andere ist sowas wie Matchmaking, das heißt, wie kriegt man die Leute, die zusammen spielen wollen, irgendwie zusammen in ein Spiel. Also da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Und wenn man sich dann die rauspickt, die einen für einen selbst interessant sind, dann ist es durchaus auch möglich, da mit wenig Aufwand selbst Lösungen zu erarbeiten. Also ist das nicht. Ja. Das ist vielleicht vielen auch nicht bewusst, dass es halt auch für viele von diesen Problemen dann wieder eigene. Genau, Lösung sozusagen gibt, die man ist kaufen kann. Das ist auch gibt gar nicht halt so, dass wir jetzt gar keine Middleware benutzen. Genau, das kann man an dieser wunderschönen Grafik hier sehen. Jeder dieser Bestandteile kann man eigentlich auch zu kaufen. UI also könnte man auch draufschreiben. UI, genau, also alles, was angezeigt wird, teilweise sogar was man eingibt und was bearbeitet wird. Dann noch ein ganz großer Punkt ist natürlich, und den kann man leider nicht so einfach dazu kaufen für seine Engine, die kann man alle irgendwie dazu kaufen, da gibt es überall Systeme, aber die Portierung, wenn wir jetzt das Ganze entwickeln auf dem PC, wir wollen es jetzt auf die Xbox bringen, du hast es so schön gesagt, auf wie viel, was ist euer Spiel mit den meisten Systemen, was ihr irgendwie gebaut habt? Poker von Entails auf jetzt 10 und bald auf 11 Systemen. Auf 11 Systemen läuft es. Ich habe vorhin schon gesagt, nur noch aus Prinzip. Also das nur noch, weil es können. Ja, das ist nicht mehr, weil es sinnvoll ist oder so, sondern einfach nur, weil wir sagen, wir können es, also machen wir es. Ja, wir können es halt nicht. Ja, also wir müssen natürlich schon gucken, okay, jedes System hat seine eigene Architektur. Ich kann vielleicht viel davon behalten, aber einiges auch nicht. Ja, wobei, es geht schon. Also man ist ja die Frage, wenn man so ein Spiel wie Portal Knights portiert auf dem PlayStation 2, dann ist das Problem nicht die Grafik-APIs zu benutzen, die in PS2 da sind, sondern die Hardware-Möglichkeiten und der Speicher ist einfach beschränkt. Das heißt, selbst wenn man eine Engine benutzen würde, wäre das nicht wirklich einfach, weil man müsste halt das Spiel anpassen. Also das, die Portierung dieser Technik-Layer ist relativ überschaubar. Da gibt es auch Leute, die machen das sehr gerne bei uns und die machen das auch relativ schnell. Das große Problem ist, entsteht dann, wenn das Spiel einfach gar nicht auf die Plattform passt, weil Portal 1 in der Welt 500 MB groß ist und die PS2 hat nur 24 MB Speicher und dann wird es halt schwierig. Muss man kreativ werden. Dann muss man kreativ werden, genau. Das sind dann die Probleme und da muss man ans Spiel ran. Also einen großen Vorteil, den wir noch sehen, jetzt mit Unreal im Vergleich zu früher, du kannst dich leichter mit anderen austauschen, anderen Studios. Du kriegst vielleicht auch leichte Leute, die also leicht ist übertrieben, weil Programmierer kriegst du überhaupt nicht mehr. Weder leicht noch schwer. Aber theoretisch ist die Chance größer, jemanden zu bekommen, der eben mit Unreal schon arbeitet. Weil der vielleicht auch woanders wieder schneller hingehen kann. Genau, es gibt da Messen oder es gibt da Austausch in der Unreal Community. Das ist sicher auch ein großer Vorteil. Ein potenzieller Nachteil, weiß nicht, wie ihr das seht, ist natürlich, dass Epic eine
eigene Firma ist, mit eigenen Interessen, die man jetzt so nicht kontrollieren kann. Das heißt, im Worst Case wird die morgen gekauft von irgendjemandem oder hat keine Lust mehr, Engine zu machen oder supportet die PlayStation 5 nicht. Wir haben früher auch auf der Engine gearbeitet, die gibt es jetzt nicht mehr. Genau. Ja. Also, dann stehst du da. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen ist immer sehr schwierig, aber zumindest ist es möglich. Wir mussten für die, gut, das ist ein interessanter Punkt, wir mussten mit, als wir Lords of the Fallen gemacht hatten und gerade die neue Konsolengeneration rauskam, gab es noch kein Unreal für die Konsolengeneration. Das heißt, mit Unreal hätten wir gar nicht so früh rauskommen können, wie mit der eigenen Engine, wo wir dann halt selbst uns das ganze Zeug an. Was ist natürlich auch machbar, also, oder dann nicht machbar in dem Fall, das stimmt. Ich würde mir nicht so viel Sorgen machen, weil wir haben ja auch ein bisschen Middleware immer mal, dass vielleicht da so die Grundlage wegfällt. Das könnte natürlich schon sein, also kann ich mir schon vorstellen. Ja, Sorgen machen weiß ich nicht, aber so ein Risk Management für eine Firma ist ja vielleicht sinnvoll. Da muss man natürlich dann einschätzen, weil es schwierig ist, ja, in dem Fall die Eintrittswahrscheinlichkeit einzuschätzen. Ja. Aber also es ist so dass tatsächlich, dass ja ein EA hat eine eigene Engine, Ubisoft hat eine eigene Engine, die kaufen keine zu. Allerdings machen die auch die nicht für jedes Spiel eine eigene Engine, sondern die haben natürlich dann das teamübergreifend sozusagen. Im AAA-Bereich ist es eigentlich immer noch üblich, dass man dedizierte Engines macht oder im Publisher-Verband dann Engines hat, die man sehr stark teilweise anpasst. Genau. Frostbite auf jeden Fall von den Battlefield-Leuten. Sie haben auch diese Sport-Engine, wobei sie die jetzt auch rausfäden. Aber es wird teilweise auch schon, wollte nicht jetzt auch FIFA das aktuelle irgendwie mit Frostbite gemacht und so? Und insofern. Ganz so einfach, habe ich gehört. Aber ja. Heißt, man kann eigentlich sagen, richtig gut oder schlecht kann es nicht sein, wenn man eine eigene Engine nimmt oder nicht. Es kann Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, es hängt immer davon ab, was man machen will und wo man gerade steht. Also, ich sage mal, für Keen Games macht es halt überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie auf Unity zu wechseln. Für uns würde es keinen Sinn machen, jetzt eine neue Engine anzufangen. Ja. Weißt du, also ich sag mal, bis wir da sind, wo Keen Game jetzt ist, also mein, genau, wir könnten da jemals hinkommen. Das sind halt Jahre und wir würden jetzt ja nicht jahrelang irgendwie Zeit in die Engine investieren, keine Spiele mehr entwickeln, sondern dann sagen wir halt, nee, gut, für uns macht das keinen Sinn, für jemand anderen, der schon eine etablierte Engine hat oder vielleicht sehr spezielle Dinge macht, die sich nicht so gut abbilden lassen mit Unreal oder Unity, für den macht es dann natürlich Sinn, einfach das weiterzumachen. Würde mich wundern, wenn viele neue Studios auf eine eigene Engine setzen, weil die Eintrittsschwelle ist ja doch so gering. Ja. Es gibt sicher mal immer mal wieder Einzelfälle und es gibt auch sicher Spiele, die mit den aktuellen Engines nicht wirklich gut funktionieren. Also gerade wenn man so in prozedurale Geschichten geht. Und es gibt da sicher auch Nischen, die man besetzen kann oder explizit sagt, ich mache jetzt eine eigene Technik, einfach weil ich mich dann abgrenzen kann von den anderen. Aber ich würde auch sagen, dass das Risiko, also der Anfangsinvestment, den man betreiben muss, um überhaupt erstmal was zu haben, doch relativ hoch ist. Ich glaube, das, was wir den Leuten immer sagen, macht erstmal ein Spiel, bevor ihr die ganzen anderen Sachen macht, nehmt erstmal Werkzeuge, die da sind, Punkt, um reinzukommen. Ich genau sagen würde, wäre, wenn man jetzt wirklich vorhat, als Programmierer einzusteigen in die Branche, dann ist es also aus Lerngesichtspunkten, fände ich es doch sehr wichtig, dass man möglichst viel versucht, selbst zu machen. Also wir kriegen auch Bewerbungen von Leuten, die dann nur mit Unity gearbeitet haben und das sehen wir sehr, sehr kritisch. Mhm. Es mag trotzdem sein, dass sie was drauf haben, da ist es dann sehr schwer für uns. Dass man zumindest weiß, wie es theoretisch funktioniert. Ich glaube, aber auch einer der Hauptgründe, eine eigene Engine zu machen, ist einfach weggefallen. Das war halt, früher war es einfach die Kosten, wenn man halt irgendwie ein kleiner Entwickler in Deutschland ist und muss irgendwie eine halbe Million für Unreal bezahlen, dann ist das schon mal ausgeschlossen und dann sagt man sich halt, okay, machen wir halt eine eigene Engine, aber mehr so notgedrungen, sage ich jetzt mal. Nur das ist halt heute so ein bisschen weggefallen, weil erstens kannst du das jetzt nicht mehr so nebenher mal eben schnell eine Engine machen und zweitens gibt es jetzt halt einfach die Möglichkeit, günstiger an gute Engines zu kommen. Das ist also fast andersrum. Jetzt sind die Kosten hoch, wenn man nicht eine Engine nimmt, die es schon gibt. Wenn man versucht, sie selbst zu machen, hat sich also so gedreht. Die Kosten für Anbieter sind immer schwer zu beziffern, die können durchaus auch hoch sein. Ja, aber die Eintrittskosten sind keine Investitionen tätigen. Wenn man mal anfängt mit einem 3-4-Leute-Team oder alleine, dann kommt man wahrscheinlich schneller weiter, wenn man sich Unity oder Unreal nimmt. Aber wenn man interessiert daran ist, irgendwie eine coole Technikerstelle zu haben, gerade im Core-Bereich wirklich was zu entwickeln, würde ich dir auch zustimmen. Sind auch die Leute, bei denen wir gucken, wenn die selbst was gemacht haben, wenn sie wissen, um was es geht. Also meine abschließende Frage wäre jetzt noch, wenn wir uns all das angucken und sagen, ihr seid so zu fünft, hast du gesagt. Das ist so gut, dass ich jetzt mal die Frage nicht von für den 13 beantworten muss, sondern sie mal an dich stellen kann. Ja. Wie kann das gehen, wenn auf der anderen Seite vielleicht 100 oder sogar mehr Leute an Unreal arbeiten, dass das trotzdem bei euch
sehr gut und vielleicht optisch jetzt mal gar nicht so groß zu unterscheiden aussieht, was ihr am Schluss macht. Ja, wir haben den großen Vorteil, dass wir wenig Kunden haben und uns wirklich fokussieren können auf genau die Sachen, die in den Projekten gerade gebraucht werden. Eure Kunden sind eure eigenen Leute, genau, die ihr mit den Tools versorgen müsst. Und in Unity arbeiten sicher die Hälfte der Leute daran, nur zu sorgen, dass von einer Version auf die nächste Version nicht viel kaputt geht. Deutlich mehr Leute. Unity hat angeblich 1000 Leute da sitzen, die halt irgendwie an der Engine arbeiten, aber ich fresse einen Besen, wenn das mehr als ein paar Handvoll sind, die ernsthaft neue Sachen wollen. Man muss natürlich auch sagen, wir priorisieren dann auch, das muss man auch sagen, es wird auch dazu, wir priorisieren dann auch relativ hart, ja, sagen, okay, das würde jetzt ein Designer, ein einfacher Workflow würde den Designer jetzt 2 Tage sparen, aber es kostet auf der anderen Seite dann auch 2 Tage oder 3 Tage Arbeit. Und dann muss man auch sagen, das lohnt sich nicht. Ja, und solange das im Team aber kommuniziert wird und klar ist, geht das auch ganz gut. Also man darf halt keine falschen Versprechungen machen, muss klar sagen, kommunizieren, warum das so nicht funktioniert, wie in den anderen Engines vielleicht. Und dann aber auch an den Sachen arbeiten, die wirklich alle stören. Das ist auch ein Punkt, warum wir zum Beispiel niemals die Engine verkaufen würden, aber zumindest genau, sehr weit davon weg sind, wenn wir sagen, wieso lizenziert ihr die nicht? Die ist doch cool. Sagen wir, hier, das sind, wie gesagt, da sitzen irgendwo anders mehrere hundert Leute, vielleicht sogar noch mehr, kümmern sich nur darum, in Kontakt zu den anderen zu treten und zu sagen, das und das funktioniert so und so, oder da kümmern wir uns drum, wenn es nicht funktioniert. Schon schwer genug für die eigenen Leute, gerade mit einem kleinen Team. Cool. Also sind die coolsten. Das auch, genau, das ist das Allerwichtigste. Man ist natürlich extrem cool auch in diesem Fall. Haben wir mal in dieser Folge ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, was werden Engines verwendet, wie verwenden wir sie. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir bedanken uns sehr bei unseren Gastgebern Keen für die schöne Runde und für die spannenden Infos. Und ja, fragt uns oder sagt uns bitte Bescheid, was ihr noch für Themen haben wollt, auch wo man mal ein bisschen in die Tiefe geht oder auch so ein Thema wie heute, wenn ihr sagt, na, das war da und da ein bisschen oberflächlich, mich würde mal interessieren. Grafik, Animation, Netzwerk, wie macht ihr das eigentlich? Schreibt uns das. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.